Hallo Leute, jetzt ratet mal, wo ich bin. Jeden Tag erlebe ich irgendwas Wunderschönes, Tolles. Ja, hier die Sonne. Bin hier mitten durch den Dschungel in der Nähe von Tulum, Mexiko. Bin an einem wunderschönen Ort und ratet mal, was ich sehe. Einen Volkswagen. Es geht heute um Aromaöle, aber ganz besondere, wundervolle Öle. Also die sind unschlagbar, die haben eine ganz hohe Frequenz. Und jetzt bin ich hier, schaut mal das Haus an. Absolut Mayen-Energie. Also ich treffe hier nur noch Mayen-Priesterinnen, also unglaublich, schaut mal hier. Und schaut mal hier das Haus an. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, der Ehemann von der wundervollen Dame, die ihr gleich seht und die die Öle macht oder hier verkauft, ja, hat eine ganz uralte Maya-Energie. Und hola! ¿Cómo estás? Welcome. Sin nombre, tú tienes nombre. Ah, me llamo Julia. Y ella se Honey, llama Dalia. this is Dalia and Julia. Julia. Und you're from France, right? Julia in Julia, Französisch. yeah, Julia. So she's from France, actually. She lives here in Tulum. How many years? 13 años. 30 years. Ich glaube, tres. 13. 14. Sie lebt hier schon 14 Jahre. So, you're doing Trece. das Trece. 13 Jahre. Und schaut mal hier, was das für ein tolles Zuhause ist. Ist das nicht mega? Und schaut mal hier. Und jetzt, das hat mir der Ehemann gerade erklärt. Also, das ist ein Maya-Gesicht. Das ist ein Maya-Gesicht. Das hier kommt von den Azteken, vor den Azteken hier. Und das ist auch ein Maya-Gesicht von den Mayan. Und how do you call this one? Und der Ehemann hat das hier gemacht. Quetzalcoatl. Ja, it's als Quetzalcoatl. 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 Kowak. Das ist die Schlangenfeder-Drache, ganz altatlantisch. Und jetzt schaut mal hier. Also ich war hier in Sri Lanka, bin den ganzen Weg rüber nach Hawaii und bin jetzt hier in Mexiko, hier auf der Seite. Ist das krass oder was? Ich bin echt gespannt, wo es als nächstes hingeht. Now let's talk about the amazing oils. Und jetzt hier die echt mega genialen Öle. Das Produkt heißt doTERRA. Also da kommt Primavera und die ganzen anderen Sachen in Deutschland echt nicht ran. How did you find those oils and what's so special about them? Ja. Also ich habe gerade gefragt, wie sie zu den Produkten kam und was da so speziell dran ist. ¿Cómo los encontré? How I know this product or what Sí, is? sí. How long are you using them? Oh, I use in my first pregnancy, so before I discovered the oil. And you were saying you gave house birth, also sie hat das Baby hier zu Hause bekommen und sie hat ganz stark die Öle auch benutzt, die haben hier ganz stark bei der Schwangerschaft geholfen. How did you use those oils? You were drinking them, Bebär? Algunos, normally the first use is aromatic with the diffuser or directly from the bottle, no? Also sie hat also den Diffuser, diese Essentially. Öllampe hat sie benutzt und ganz stark für die Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, aber man kann diese Tropfen auch hier, ja, also zum Beispiel, But all the oils can injure. You ja, can you can't injure all the oils. ja, also Just man kann alle diese Öle intern benutzen. Also das Mega ist zum Beispiel, ich reise ja viel, dann nehme ich jetzt hier das Rosmarinöl. Ich kann es hier mixen mit der Coconut Oil. Ich mixe das hier mit dem Öl, kann es auf meine Haut auftragen, kann es also als Aromaöl benutzen und ich kann aber einen Tropfen ins Wasser geben, was ich gerade hier gemacht habe, und trinken. Also es ist mega genial. Vor allem dieses Produkt ist hochfrequent. Also ich bin so begeistert. Ich nehme das, wenn ich mit vielen Menschen unterwegs bin. Wenn ich an einem Ort bin, wo die Energie niedrig ist, zack, ich nehme das auf Reisen. Es ist antibakteriell, es hat so viele hohe Schwingungen. Which one is your most favorite one? My favorite one. I love the directions, Why? but I think my favorite is geranium. It's like very love, like Yeah. mother love.
is connected with the mother love, no? The embrace. Sie sagt, Flower. Das ist eine Blume, die Geranie. Sie sagt, das ist ihr allerliebstes, weil das mit der Mutterliebe verbunden ist. Jetzt seht ihr das. Also hier Mutterliebe. Geranie ist auch, kommt ein bisschen an die Rose ran und hat unglaublich viel Liebe. And you are going to show us your place. You said there's a Ticker, wie sagt man, Tiki-Zelt, also diese indianischen Zelte, aber da ist ganz was, it's very special, you said, right? Mm-hmm. That place. So we're going to see that now. I'm going to follow you. Schaut mal, die spielen hier Tischtennis. Ist das genial oder was? Im Hinterhäuschen. Und wir gehen jetzt, Vamos. Vamos heißt, wir gehen. Und schaut mal, oh my gosh. Pato. Oh my gosh. Pato? Pato? Da sind kleine Gänse drin. Chicken. Ja, Hühnchen, Enten. Oh mein Gott, this is beautiful. A special species of dog. Oh, und der Hund hier ist eine ganz spezielle Rasse. He's Mexican. Hola, Kirinia. Luna. Hi, this is Choco. Choco. Hola, Choco. In Peru you have dogs like this too. In Peru. Also der ist ein typischer peruanischer Hund. He's from Mexico. So they don't have fur? Also er ist mexikanisch, aber ist typisch peruanisch. This is okay. Like American. You can come if you like. Okay, also ich zeige euch einfach. Oh, this is your garden? Yes, garden. Oh wow, now schaut mal mit den Cactus, Nopal and Savila, Aloe Vera. Also Aloe Vera, Kaktus. And we have Platano, Banana. Oh, Platano, das sind Tobacco. Bananen. Tobacco, also Tabak. Mm-hmm. Wow. And this is the thing. Oh wow, und das ist denen ihre Schwitzhütte und zwar rund und nicht spitz, weil das symbolisch ist es die Gebärmutter der Frau. Also hier, ich sag euch, Tulum ist einfach unglaublich, was Sachen Frau sein, Mutter sein angeht. Also wenn da jemand irgendwie Probleme hat, kommt nach Tulum, nach Mexiko, hier kann man ganz viel heilen. Und hier waren ja früher auch diese ganzen Kindsopferungen. Schaut mal. Oh, wow. Und das ist denen ihre, da machen die ihre Zeremonien. Wow. Und hier ist die Marienenergie ganz stark und auch die Christusenergie. This is where you do your ceremonies? Yes. Wow. Ceremony of Temazcal. See, hier ist der Feuerplatz. So the Temazcal represents the woman warm. Ja. Temazcal? Temazcal. Ja, Temazcal ist das hier. Und das repräsentiert eben die Gebärmutter der Frau, wo man einfach auch ganz viel Geburtstraumen heilen kann. The womb of the mother herb. Ja. Mm-hmm. So we go in the womb, mm-hmm. And we sing and we pray, okay. And we disintoxicate our mind and your spirit and our body, mm-hmm. With the sweat. See. Or more. Also was sie sagt, sie gehen da rein in die Gebärmutter der sozusagen der Mutter, ja, also die Urmutter, Panchamama also auch. Dann wird gesungen, geschwitzt, die machen da Schwitzhütten, Sachen. Und dann ist einfach, findet eine Transformation statt und Heilung auch, ja. Also wenn man Geburtstrauma hat oder solche Sachen oder Thema Mutterschaft, Mutter, Söhne, Töchter, ja. Also unglaublich, wow. Okay. Muchas gracias. Und hier, you said many people come here to visit and then they can come and stay here also? Yes, here we receive people. Yeah. If they want to practice this area more traditional. Yeah. Because here in Tulum, a lot of people do ceremony. Yeah. Healing. Ja, also hier in Tulum finden ganz viele Healing, also Heilung statt. Hier ist auch ein ganz starkes Portal zu Sirius und zu anderen Planeten, aber ganz stark Sirius. Habe gerade mit dem Ehemann vorher gesprochen, der hat auch eine ganz mega geniale Energie. Also, liebe Grüße aus Tulum. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Und nochmal hier. It's more traditional. Sí. Wow. This is sacerdotisa. Ah, ja, und dann schaut mal hier ganz kurz noch. Mm-hmm. So,
Guardiana. Guardiana. What does she do? Guardiana. She's Mayan. Ah, she's Mayan? Mm-hmm. Mayan diosa. No, no lo sé. Lo siento. ¿Cómo dices? Sie ist eine Gottheit, sie ist eine Mayen-Gottheit. For the woman, for the pregnancy, the fertility. Für die Schwangerschaft, für die, und schaut mal, da ist auch wieder die Schlange. Mm-hmm. Für die Schwangerschaft, für das Empfangen und das Heilen der Gebärmutter. Also Tulum ist mega, auch hier ist wieder so eine Grotte, ist typisch Marienenergie. Und schaut mal, die Muscheln hier, wow. The big sanctuary of Ixchel is in Cozumel, in the island of Cozumel. It's the antiguate okay. Sanctuary of Ixchel. Muchas gracias.